So, Freunde, guten Morgen und willkommen zu einem oder meinem ersten Video hier auf YouTube. Und zwar bin ich gerade hier in Thailand in einem Trainingscamp, da sich einige gewünscht haben, dass ich sie den Tag mal mitnehme, habe ich mir gedacht, ich nehme euch in einem Vlog einmal den ganzen Tag mit. Dass ihr mal seht, was ich so den ganzen Tag mache. Die erste Runde, wir haben es gerade 8 Uhr. Easy joggen, ein paar Kilometer, dann anschließend um 9 Uhr geht es zur ersten Wettereinheit für heute. Und ja, let's go. Und zwar trainiere ich hier in Thailand am Tag ca. 2 bis 3 Mal, manchmal sogar 4 Mal. In der Früh gehe ich easy joggen, bevor ich ins Muay Thai Training gehe. Das Muay Thai Training mache ich meistens immer in der Früh, weil ich auf leeren Magen einfach am meisten Power und am meisten Motivation habe. Dann geht es den restlichen Tag easy am Strand, schlafen, regenerieren. Und am Abend geht es dann nochmal ins Studio. Manchmal passiert es, dass ich noch ein paar Längen im Pool schwimme, aber eher so 2 bis 3 Mal. Am Abend dann im Studio Grundlagen-Ausdauertraining oder halt Kraft-Ausdauertraining. Schnellkrafttraining kommt auf jeden Fall immer vom Tag drauf an. Vor dem Muay Thai Training noch ein Espresso Shot. Beste. We'll be right back.
Training ist durch. Ihr seht, man schwitzt unnormal hier. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke von meinem Training hier in Thailand sehen. Jetzt geht's kurz abduschen, was sich sowieso nichts bringt, denn in Thailand schwitzt ihr sowieso den ganzen Tag. Aber für die Hygiene kurz mal abduschen, gönnt euch mal die Duschen hier. Bruder. Ja, gerne, gerne, gerne. Jetzt ab nach Hause. So Freunde, in dem letzten TikTok, das ich hochgeladen habe, sind einige Fragen zu dem ganzen Thema in Thailand aufgekommen. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt ein paar Fragen hier beantworten kann. Und zwar ist es für mich viel günstiger gewesen, als wie ich es mir gedacht habe. Die Flüge sind eventuell etwas teuer gewesen, denn ich habe für den Flug bis Bangkok und dann weiter nach Koh Samui und den ganzen Weg wieder zurück, habe ich ca. 1250 Euro gezahlt. Alter, die ganzen Viecher hier. Na. Was meiner Meinung nach etwas teuer ist, denn ich weiß, dass es viel billiger geht, aber ich habe einfach keinen Bock gehabt, 15 Mal umzusteigen. Die Kosten bezüglich Training sind anders gestaffelt. Du kannst hier bei den ganz normalen Gruppentrainings mitmachen oder halt Privattraining. Und zwar buche ich mir hier einen Coach, der mir die Pads haltet. Jeden Tag und nebenbei kannst du hier halt trotzdem im Studio trainieren. Nebenbei habe ich mir noch ein Fitnessstudio hier gebucht, weil ich trainiere zweimal am Tag oder dreimal am Tag, in der Früh laufen, danach Muay Thai und dann am Abend entweder Grundlagen, Ausdauer, Explosivkraft, Kraftausdauer, was halt so im Plan steht. Und für das zahle ich halt, für eine Privatstunde zahlst du halt so 20 Euro. Fürs Fitnessstudio zahlst du hier einen Monat lang 50 Euro oder 60 Euro, also kannst du dann ausrechnen. Die Gruppentrainings sind etwas billiger, aber auch nicht die Welt. Ja, musst halt für dich selber entscheiden, was du von mir willst. Generell das Teure hier ist eher der Flug, denn die Trainings gehen finde ich. Und Unterkunft und Essen ist halt komplett überschaubar im Gegensatz zu den Preisen, die wir in Europa haben. Denn wir haben für 4 Wochen Unterkunft hier auf Koh Samui 700 Euro oder 600 Euro gezahlt. Es geht noch viel billiger, wenn du die Unterkunft vom Camp direkt nimmst, denn da zahlst du Peanuts, wirklich, da zahlst du fast gar nichts. Ich bin aber mit meiner Frau hier, deswegen habe ich mir ein Apartment genommen und deswegen ist es halt etwas teurer. Teurer, unter Anführungszeichen. Das Essen hier hängt auch davon ab, was du isst und wo du es isst. Du kannst von bis, das heißt, du kannst von 5 Euro am Tag oder von 20 Euro am Tag leben, wie du halt willst. Wir variieren immer. Es gibt hier Shops, es gibt hier auf der Straße kannst du essen, ziemlich billig. Dennoch entscheiden wir uns eher für die Restaurants, da ist es etwas edler. Also finde ich, im Gegensatz zu Europa geht es halt trotzdem. Was auf jeden Fall sehr, sehr geil ist hier, ihr habt es sicher schon in den Aufnahmen gesehen,
Ich bin einfach im selben Studio wie einige One Championship Fighter. Vor allem wie ein Furkan, wie ein Jonathan Haggerty oder bekannte Kämpfer wie Erdem, der bei der EAWS kämpft. Es ist auf jeden Fall ein anderes Feeling, wenn du von solchen Kämpfern umgeben bist und du einfach im selben Studio wie die trainierst. Du musst nicht mal direkt mit denen trainieren, sondern einfach, wenn du im Hintergrund die Schreie von den Champions hörst, du hörst sie, wie die in die Pratzen reinbrettern, ist auf jeden Fall komplett anderes Feeling. Und ich bin richtig dankbar, dass ich hier sein darf. Und ich denke, das ist einfach für jeden Kämpfer einfach mal ein Traum, hier zu sein. Und es ist wirklich, es fühlt sich auch wirklich wie ein Traum an, denn hier ist es einfach alles richtig, richtig, richtig geil. Die Wärme, geiles Essen, hartes Training, geile Leute. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach richtig Spaß, hier zu sein. Da einige auch geschrieben haben, ja, es ist deren Traum, mal hier zu sein. Und die wünschen sich das auch in Zukunft mal. Leute, ich habe euch gerade die Ziffern aufgelistet. Es ist, finde ich, ein überschaubarer Preis für einen Monat. Und ich denke, wenn man ein bisschen nebenbei etwas arbeitet, kann man das easy, easy zusammenkratzen. Let's go. Der so mega Schiss von so Straßenhunden hat. Was will der jetzt von mir? Ha? Der kommt auf mich zu. Was, Bruder? Geh mal weg. Geh mal weg, Bruder. So, Freunde, und zwar neigt sich das Video auch schon dem Ende zu. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video so behandelt, wie es euch gefallen hat. Für Kritik und Tipps bin ich auf jeden Fall sehr, sehr offen. Ich würde mich über euer Feedback freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.